Hallo, grüß euch Leute zu einem weiteren neuen Let's Play. Und zwar zocken wir Valiant Hearts, Valiant Hearts, je nachdem, The Great War. Ist ein orges Game über den Ersten Weltkrieg, was da ziemlich orge Geschichte erzählt, quasi von Vater, Tochter und so weiter, wie sich das alles abgespielt hat, wie es wirklich hätte sein können, wie es war teilweise. War mal gratis damals vor 2 Jahren. Habe ich zockt, war schwer überrascht und ich will euch das eigentlich nicht vorenthalten. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon Let's Plays mache, dann muss ich Valiant Hearts auch machen. Hat mich so geflasht, das Game, weil es einfach cool rüberkommt, wenn man da so ein bisschen auf die Geschichte steht. Fangen da einfach ein neues Spiel an und lasst euch überraschen. Möchtest du fortfahren? Weiter. Genau. Speichern ist immer gut. Frei nach Ereignissen, die sich zwischen 1914 und 18... Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Saint-Mihiel, Frankreich, da sind wir. Die Post ist da! Ich hab nichts bestellt. Was? Rede von mir. Ja, er muss nach Hause. Ein paar Tage später. Der Einberufungsbefehl. Für so einen alten Mann. So also Leute, ich mache nichts Schweres. Ich bin ein alter Mann. Schrei mich nicht an! Fuchtel da nicht herum, das ist gefährlich. Oh, sag mal. Viel Geschichte. Ich lasse euch das alles selber durchlesen. Ihr könnt es gemütlich auf Pause drücken, das ist kein Problem. Ich will euch da auch jetzt nicht voll schwafeln mit dem Ganzen. Drücken kann ich nicht mehr. Ich glaube, da war eine Notiz hinten. Da gibt es eigentlich versteckte Notizen. Ich habe das schon mal gezockt, das Game. Genau, diese Sachen da. Okay. Musterung bestanden oder bin ich wieder nach Hause? Okay. Ich da. Und schon die Ausrüstung in der Hand. Ja, mach schon. Warte hier. Mach, okay. Komm, lass mich. Und motiviert gleich nach so einem musikalischen Aufgebot. Geht's gleich los. Okay, so ging das. Zack, auf die Mütze.
Bomben werfen. Sag, was du brauchst. Ja, zwei. Genau. Mach mal einen Boom da. Danke. Er ist stolz auf mich. Und weiter geht's. Nächste. Achso, dann können wir so aufgeben. Räum alles ab. Geht schon. Easy. Easy, wenn man schon mal Worms gespielt hat. Er ist schon noch fit in seinem Alter. Passt schon. Diese Franzosen immer. Ich darf die Fahne hissen. Yeah. Flaggenparade erledigt. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emile an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen würde. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden sollte. Was? Ha! Abgebrüht gleich den einen da. Verbrüht. Die anderen, die haben wir nieder. Komm. Hilf ihm! Hilf ihm! So. Käse, Baguette und Wein. Na, typisch. Darf ich auch nicht weiter? Oh. Nicht bestechlich, immer diese Beamten. Das ist das, ja. Wir wissen alle, dass das nicht so ist. Was ist jetzt da? Nimm Wein. Nimmt den Wein und. Ah, Käse. Bist du ein Käse? Ah, Weißwein, nix Käse. Weißwein braucht er. Suffkopf. Neues Tagebuch freigeschaltet. Ah. Genau. Gut. Da darf ich nicht draufklettern? Du stehst auf Musik, okay. Dann fangt an zum Trommeln, da habt ihr einen Euro. Was? Aha. Irgendwie fängt jeder mal an, sich zu bewegen. Was für Musik stehst du? Was waren das für ein Zeichen? Herze benoten? Müssen die sein? Warum nur so kurz? Kann ich da rein? Einer am Kopf! Was ist da? So, das mit seinem Alter noch miterleben muss. Nehmen wir mal einen Wein mit. Wein trinken sie immer, die Franzosen. So, wer ist bestechlich? Keiner von euch. Okay, es bringt nichts. Weinflaschen werfen. Leiter nach oben. Hojoho. Willst du noch was erzählen? Nix.
Okay. Ah, wir fangen bei ihm an. Okay. Check, check, check. Jetzt haben wir es herausgefunden. Die brauchen einen Beat vorgegeben. Dann darfst du jetzt. Und zu guter Letzt. Feiert's! Na, passt. Gut, mal. Jetzt helfen wir meinem Kumpel da drüben. Genau, und die anderen auch noch verbrüht. Wieder was Gutes gemacht. Hallo Freund! Ein Army. Okay. Ja, tschüss. Schenk uns, gell. 21. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. So, da sind wir. Geht's los. Ich führe die Affenbande an. Stopp! Was? Halt! Oder gehen wir weiter? No. Laufen! Oh! Oh, aufpassen! Quirlig! Ah, da hätte ich vor müssen. Er rennt, aber wie wenn ihn irgendwas gestochen hätte. Den Kampfschrei. Boah. Der Anführer ist tot, jetzt komm ich. Schön langsam. Der Anführer ist tot, nimmt den anderen. Ja, du schießt, was? Da sterben sie einer nach dem anderen. Wow. Nein! Boah, Glück gehabt. Vor, schneller! Boah, es ist ja nichts mehr. Ist ja wie im Krieg? Nee. Nein. Das Schlachtfeld. Viele gute Kameraden mein Leben gelassen. Steh auf, Mann. Ist er? Die Deutschen kommen! Mademoiselle Marie Chaillon. Soldat Emile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Sie sitzt allein zu Hause, kriegt immer nur schiere Briefe. Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte, jene zu strafen, die sein Leben zerstört hatten. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befehligt wurde. Okay, also der ist schon im Rage-Mode, der Typ. Er zuckt aus und rennt durch. Amerikaner in der französischen Armee. Gut, das dürfte ich alles durchlesen.
Bitteschön. Viel Wissenswertes dabei. Lest es euch durch und lernt es. Wirklich. Ich renne da jetzt aber nicht in... Ah, denke mal. Durchzwicken. Wie schaue ich aus durch diesen Stachelpaar drin? Komm, Hulk. Tagebücher. Wir sind noch einen weiteren Tag marschiert. Das hindert mich nicht. Bomben werfen! Lustiges Bomben werfen! Eiskalt, Mann! Jack! Der sitzt! Oh, gefährlich! Sehr gut! Das wollte ich schon. Wir haben vorher keine Objekte gefunden. Das habe ich gut gemacht. Ich seh's nicht. Jawohl! Gleich im ersten Squadron. Au! Ich glaub, das war wie ein Freifahrtschein, die Leiter. Was? Jetzt aber. Weg da. Jetzt muss er nachladen. Komm, schneller Freddy. Freddy, 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 komm. Ah. Ziegelstein. Ablenken oder im Kopf werfen? Ablenken. Das vorne ist sicher auch noch. Schauen wir zu und dann zersprengen wir die deutsche Brücke. Zack. Ja, läuft. Ein kleiner Sieg für uns. Ah, jetzt haben wir was gefunden. Sehr gut, Detailkarte. Die Soldaten konnten sich damals noch nicht auf Satellitennavigation auf ihrem Wege durch die Wälder verlassen. Die einzigen Werkzeuge, über die sie verfügten, waren ein Kompass, eine detaillierte Karte. Orientierungsaufgaben waren den Offizieren und Unteroffizieren vorbehalten. Die anderen hätten sich verlaufen. Oh, also, wohin soll ich das jetzt werfen? Da runter? Ich glaube so. Ah, okay. Win. Check. Das war jetzt mal nicht so schwierig. Freddy ist ein Wiefer. Nachladen. Schnell, 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 schnell. Zack, perfekt. Die nächste Kalin da drin. Von oben oder was? Oh. Ah, doch. Alles Gute. Ja, der macht das immer Alleingang, der Freddy.
schon wieder. Oder dem geliebten Elster! Knüpft den er nicht im Haus! Oh, 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 oh. Tu mal schnell rein. Boah. Die Leiter wieder runter. Okay. Alles klar. Der Freddy-Nator macht das schon. Wow, wir haben nicht so aufpasst. Scheiße, Trottel. Huh? Wie lenke ich den Typen da jetzt nur auf? Achso, na klar. Hat ihn nicht interessiert. Das interessiert mich auch nicht. Ah, kommst du jetzt runter, oder was? So muss es gehen. Genau. Das lesen wir gleich, das lesen wir gleich. Ja, spät. Ah, ich hab's aber stecken. Okay, dann lesen wir sofort. Stickerei. Leinen war kostbar und oft mit Initialen bestickt. Entgegen der landläufigen Meinung war das Sticken nicht nur Frauen vorbehalten. Viele Kriegsgefangene sticken während ihrer Gefangenschaft. Das ist irgendwas zum Tun haben. Ja, logisch. Na, okay, das passt schon, danke. Nur schnell muss ich jetzt sagen. Danke. Und jetzt werfen wir sie schon mit Gemüse. Ah, sind die Leute. Mittag. Den anderen. Okay. Kann man nicht am Schädel gehen. Brief! Hat er gekriegt. Eines deutschen Soldaten, 6. September 1914. Meine lieben Eltern, mir geht es gut und das Wetter ist großartig. Ich hoffe, euch geht es gut in Bad Dürkheim. Wir kommen schnell voran und sollten bald in Paris sein. Was soll ich euch als Andenken mitbringen? Euer Günni! Okay, aber Waffe gibt er mir nicht. Ich kann ihm das sicher keine. Ich hab's probiert, Mann. Runter damit zur Reise! Genau, werde amerikanisch. Zucker aus. Dank der britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden und verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln ein, die das Bild vom Ersten Weltkrieg auf ewig prägen sollten. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. Emil lebt eh noch. Und wie es Emil da ergeht,
Bei den Deutschen, das schauen wir sich nachher an. Das war der erste Part mit Valiant Hearts, von Valiant Hearts, Valiant Hearts, wie auch immer, The Great War. Ich hoffe, das gefällt euch. Das ist, wie gesagt, ich musste das machen. Das muss ich. Das ist so cool, das Game, wenn man sich für das ein bisschen interessiert. Und ja, ich hoffe, lasst mir einen Daumen da. Ich hoffe, ihr liked mich, ihr abonniert mich. Und ich hoffe, ihr habt einfach nur Spaß an dem Video. Und ich verabschiede mich, wünsche euch was, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Mundo Zucker. Tschüss, Baba.